Hallo meine Pokéfreunde und Pokédenten, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. In der letzten Folge haben wir ja unsere letzten Orden geschnappt und heute werden wir endlich in die Siegestraße gehen und vielleicht sogar rauskommen. Ich weiß es nicht, weil ich habe mir jetzt nichts angeguckt, ich weiß den Weg nicht auswendig, also werden wir mal sehen. Und wir werden wahrscheinlich heute in dieser Folge unser neues Teammitglied bekommen, ja. Am Ende ist es vielleicht nochmal ein Teammitglied. Das habe ich aber nur dabei für die Liga. Ansonsten habe ich unser Team eigentlich schon voll. Ich guck mal kurz im Shop, ob ich noch irgendwas nicht habe. Vielleicht. Oh, hier gibt's ja kaum was. Toller Shop. Alles leer kaufen. Nee, ich guck mal kurz nach. Habe ich alles? Superbälle, ja, super. Eisterball, warum auch nicht? Ja, den Meisterball können wir heute benutzen. Stimmt. Ansonsten passt es, denke ich mal. Ein paar TMs, ja, keine Ahnung. Hypertränke haben wir genug. Topschutz 5-mal, okay, passt. Ich werde nur ganz kurz nochmal fliegen. Ihr seht auch schon, ich habe letzte Folge, also nicht letzte Folge, sondern offscreen habe ich ein bisschen trainiert. Und die sind jetzt alle, fast alle Level 45. Außer Skrüte ist Level 48 und Relax ist Level 44, weil wir die Tränen ausgegangen sind. Ich werde mal kurz nach Prismania City fliegen, weil ich denke mal, die haben da die Pokébälle, die ich, nicht Pokébälle, sondern die, doch Pokébälle auch, aber ich meine, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Also Pokébälle, Superbälle haben, glaube ich, das wollte ich doch lassen, oder? Leute, wie auch immer. So, welche Etage war das denn? Hallo, ist das richtig? Nee, hier ist die erste Etage, ist falsch, okay. Ja, ich kenne mich hier eh nicht aus. Manchmal sind irgendwelche Puppen, manchmal sind irgendwelche TMs, ja. Red mal über TMs, find mal welche. So, jetzt aber hier ein paar Superbälle kaufen, weil ich nicht sofort mal Meisterball verschwenden möchte. Ich will einfach versuchen, so zu fangen. Da brauche ich mir jetzt hier nochmal ein paar. Supertränke sind zu schwach, aber hier gibt es anscheinend gerade nichts anderes. Es ist doof. Kaufen wir mal ein paar Beleber. Die sind sehr, sehr wichtig. So. Und dann werde ich nochmal zurückfliegen. So, Zinnoberinsel. Dann noch mal kurz einkaufen, noch ein paar Heiltränke und so. Und dann würde ich sagen, machen wir uns schon auf den Weg. So, ich weiß, es dauert jetzt wenig, aber es ist mir jetzt auch egal. Das ist mir jetzt egal. Die Zeit nehme ich mir. Oh fuck, das ist der falsche Ort. Ups. Das ist der falsche Ort. So. Vorspulen brauchen wir nicht. Hallo. Ich möchte gerne. Oh, Hyperbälle verkaufen die. Oh, gerne. Kaufe ich mal ein paar Stück. Why not? Hypertränke war ich aber eigentlich hier. So, jetzt 10 Stück kaufen. Topschutz, auch mal ein paar Stück mal kaufen. So, passt. Okay. So, mein Geld rausgeschmissen, das ist gut. Und jetzt fangen wir an. Kurz rüberfliegen zu Umwärtania City. Stadt Dingens, ja. Yeah, yeah. So. Geheilt sind wir. Alles gut. Lass uns losgehen. Loslegen, genau. Wir müssen einfach dahin, wo Gary letzte Folge war. Das ist nämlich hier gewesen, hier oben. Und einfach nach links. Einfach weiter. Einfach weiter und weiter und weiter. Hier würden wir normalerweise da hinten, im Gebäude, würden wir normalerweise nicht weiterkommen, weil er sagt dann, du brauchst erstmal den ersten Orden, sonst darfst du dich durch. Und die fragen uns jetzt die ganze Zeit nach unseren Orden, ob wir die haben. Und wenn ja, dann lassen wir uns da durch. Aber wir haben ja alle, von daher. Oh, es tut die geile Mucke. Na, noch nicht, aber gleich. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Oh, jetzt kommt die geile Mucke. Dum, 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 dum. Quellorden haben wir. Ja, ja, wir sind die coolsten, wir sind die stärksten. Niemand kann uns aufhalten. Ja, ja, ja. Ja, den Donnerorden habe ich auch, ja. Yeah. Was erwartest du denn? Ich habe alle Orden auf Konto.
Yeah. Farborden, da habe ich auch. Oh, jetzt geht die Musik weg, weil ich schwimmen muss. Oh. Naja. Trotzdem nice Musik. Seelenorden, ja, den haben wir auch. Hier. So. Dankeschön. Hallo. Ja, so einen Farborden habe ich auch. Und bei, keine Sorge, die fragen das nicht jedes Mal, die fragen das nur einmal und danach ist es schon gecheckt. Ach, hier kann man auch Pokémon fangen, stimmt. Was kann man denn so fangen? Oh, Nabitag auf Level 26. Das ist ja super. Komm, Relaxo. Relaxo ist ein toller Typ. Den machen wir jetzt da down. Nabitag ist down. Relaxo hat was Neues zu fressen. Boah, passt. Jetzt geht die Musik weiter. Ja, den Vulkanorden besitzen wir auch bereits. Oh yeah. Yeah, hier sind wir am Ziel. Erdorden haben wir auch. Siegestraße, Pokémon Liga. Yeah. Hier sind wir angekommen. In der Siegestraße. Teilweise den Anfang weiß ich noch. Das weiß ich noch, was ich jetzt machen muss. Wow. Zubat. Am Ende lässt sich auch noch mal blicken, oder? Oh, komm, geh weg. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Zubat. Was ist los? Immer noch nicht entwickelt zu Golbat. Mit der langen Zunge. Also hier können wir nicht weiter. Wir können den Stein hier. Das rechts neben mir ist ein Stein. Wir können den nicht nach oben schieben. Was wir aber anders machen können. Wer könnte denn Stärke? Sander? Relaxo. Relaxo konnte Stärke. Genau. Komm! So, immer weiter. Weiter. Hä, ich hab doch Stärke. Jetzt müssen wir so hingehen, aber wenn wir jetzt nach unten drücken, von oben aus, dann wären wir rausgegangen. Das wäre nicht so gut. Dann wären die Steine nämlich wieder da, wo die vorher waren. Hier müssen wir uns weiter schieben. Bis zum... was auch immer das ist, ja, dahin. So. So, und jetzt da hinten nämlich der Weg frei. Hier, wo normalerweise ein komisches Feld war. Na, noch ein Pokémon an. Onix. Onix kann man hier fangen. Krass. Das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo man Onix fangen kann. Kann das sein? Hier kommt Blizzard. Oh, ey. Ich will Blizzard einsetzen. Bam! Bist du down. Alles gut, okay. Ja, da hinten kommen wir nicht lang. Hier geht es nämlich lang. So, wo jetzt? Ich glaube jetzt nach links. Aber ich möchte erstmal gegen die kämpfen, weil ich möchte Level. Hallo! Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Natürlich. Nadino, richtig schlechte. Oh, wie der aussieht. Trainerin. Wow. Eine Trainerin. Nein. Echt? Das ist nur Billy Card. Machen wir ja hier. Body Slam. Ja, spüre den Zorn meines Bauches. Ey, hör auf. Ey. Hab ich so kratzen? Au. Hier, spüre die Macht meines Bauches. Oder ist er. Oh, er lebt noch. Machen wir Stärke hier. Oh, sie tauscht das Pokémon aus mit Volnuna. Komm, schubse ich hier weg mit meiner Stärke. Komm, ich würde sagen, Skröte tauschen wir aus. Auch wenn Skröte schon Level 48 ist. Ich kann euch sagen, wir werden jetzt noch gegen Pokémon auf Level mehr als 50 treffen. Aber nicht unter 60, aber unter 60. Und ich hoffe, ich bin gut trainiert, weil mir sind einfach wirklich die Trainer ausgegangen. Ich habe keine Trainer mehr, was? Ich habe alle besiegt. Ich habe sogar einen besiegt, der hatte 6 Carpadors, ja? Das war nicht so toll, außer ich konnte speeden, weil ich konnte halt speeden und das war cool. Also ich konnte das hier machen, dass alles schneller ist. Ups, habe ich ja gemacht, ups. Hör doch auf, mich zu... Ich krieg dir richtig einen aufs Maul. So. Ja. Du bist raus, finde ich gut. Warte, ist da ein Item? Unsichtbares Item. Mann, ich denke mal, ich kriege ein unsichtbares Item und dann ist da nichts. Luft. So, hier können wir eine Abkürzung schaffen.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für immer so bleibt. Das kann ich euch nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. Maschok. Oder ob das einfach nur zum Zurückgehen ist. Maschok. Das können wir mal besiegen. Blizzard. Das ist down, oder? So. Woran war das? Warte. Nicht irgendwas. Nee, ich dachte schon. Egal. Alles gut. Hallo, Luda. Bist du kämpfen? Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Auf jeden Fall. Niemand hat Chance gegen mich. Den Pokémon-Trainer. Oh, der beste Trainer aus Kanto. Oh, ein bieser Knosp. Aber das wird mich auch nicht aufhalten. Das sage ich dir. Denn ich habe dagegen nichts. Noch nicht. Ja, relax, wir werden kämpfen. Mit Blizzard. Yay. Blödes Blizzard hat nur eine 5, kann man nur 5 mal einsetzen. Danach kann es nicht mehr einsetzen. Das ist halt doof. Und ich habe jetzt nur noch einmal Blizzard. Und er setzt Giftpuder ein, dass ich jetzt vergiftet bin. Und es ging daneben. Und ich bin vergiftet und krieg Schaden. Und er setzt Reitenhieb ein. Das tut mir sehr weh. Und sich aber Bodyslam ein. Das ist doch tot. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede. Aber ich tue es. Oh, ein Schillock. Oh, kein Problem. Wir haben Saatze. Hat jetzt auch noch, wetten, der hat jetzt auch noch ein Glutexo. Würde ja passen. Krankenhieb. Oh, fast tot, fast tot. X-Angriff, wow. Und das war's. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Hat auch noch ein Glutex. Hat er noch ein Pikachu und noch ein Evoli oder so? Wäre toll. Pikachu ist ja so gesehen die zweite Entwicklung. Ihren Kanto noch nicht. Aber ab der nächsten Gen, weil da hatte Pikachu noch eine Vorentwicklung, zwar Pichu. Aber es war nur eine Babyform. Oh, hat noch ein Glurak. Oh. Naja, gut, ne? Das juckt mich jetzt eigentlich wenig, weil ich. Kann ich einfach hier wegspülen. Achi! Ups, du mal leid, Glurak. Habe ich deine Flamme ausgelöscht? Oh, der will richtig streichen jetzt mit diesem X-Angriff. Aber das war's. Ist der down. Easy. Easy. No problem. Immerhin hatte ich eine Chance. Oh. Ach, bei der Nacht der Siegestraße sind wir schon bei der Top 4. Also bei der Liga. Oh, das ist irgendjemand vergiftet. Warum? Ich hab keinen Bock. Oh, fucking Gift. Das nervt nur. Setzen wir hier Hyper-Eiler ein, damit du mich nicht mehr leben kannst. Hä? Ich stand einfach nur still. Du kannst mich nicht angreifen, während ich still stehe. So funktioniert das Spiel nicht. Okay, ich muss zugeben, ich habe auch gedrückt. Also ich habe eine Richtung gedrückt, aber er hat sich nicht bewegt, weil er jetzt ein Pokémon kam. Eigentlich will ich nicht kämpfen, aber ich muss Galaxy wirklich auf Level 45 bringen. Au, der hat mich geklammert. Ein Detect-Damage gemacht. Au, oh, jetzt macht er sogar 3. Jetzt macht er 4 oder so. Ne, jetzt macht er immer noch 3. Okay. Aua, hör auf. Lass mich jetzt in Ruhe. Okay, bringt nichts, komm. Lassen wir es. Was kann ich nicht? Ich wollte schon sagen, du. Ja, jetzt hat er sich auch gedreht, habt ihr gesehen? Mein Charakter hat sich gedreht, weil ich in die Richtung gedrückt habe. Hypertrank. Okay, nee, ich glaube, wir schaffen es auch nicht raus in dieser Folge. Vielleicht gegen die Trainer gekämpft hab. Aber ist mir jetzt auch egal. Oh, das ist. Oh, das ist. Das sollte ich nicht lang. Das ist eine Abkürzung. Also halt. Ja, doch. Wie machen wir das? Warte, wir machen das so. Ja, genau, das passt. So. So. Und dann werden wir noch mal attackiert, super. Von dem Onix. Was nichts gegen uns. Hier. Hau ab. Mann. So. Und dann kommen wir weiter. Yay. Oh, das ist ein Trainer. Hab ich gleich gesehen. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Ja. Ja, du kommst auch darstellen, genau. Ich bin kein wirklich großer Fan von der Siegestraße. Weil die so groß ist und verwirrend ist.
Aber wenn man weiß, was man machen muss, so wie ich jetzt, dann ist es noch okay. Ja, dann ist es okay. Ich denke mal, ich spiele jetzt eben das Spiel durch und nehme das alles in einem auf. Ich glaube, das mache ich, weil ich will jetzt nicht das Spiel durchspielen. Wir sind so weit gekommen. Und endlich Level 45! Juhu! Ein Macholo! So, den Spritzen. Ich wollte sagen, den spritzen wir jetzt ab, aber okay, du kannst ihn auch beißen, wenn es dir schmeckt. Level 49, lol. Okay. Wären wir noch Level 50 vor. Wären wir noch, bevor wir in die Liga kommen, Level 50. Das und viel mehr in der nächsten Folge von X-Aktivist. Galileo Mysteries. Nein! Geh in die Sterben! Na los, hau ab! Verschwendest die Folge, die Leute wollen noch was sehen hier. Hau ab! Raus! Raus aus meinem Haus! Geht doch. So echt, du Schwarzgurt. Ah. Sieht es da oben? Was ist das denn? Das kann ich auch sagen, das ist der Vogelsprite. Immer wenn man fliegt, dann sieht man ja diesen Vogel. Das ist das Vogel, das ist ein Vogel. Aber es ist ein wahren Pokémon. Was es für ein Pokémon ist, das werden wir noch sehen. Oh, hier ist noch ein Trainer. Möchtest du gegen die Top 4? Du willst die Top 4 herausfordern? Ja, das ist mein Ziel. Soll ich schon mal spoilern, Leute? Die Top 4 sind in Wahrheit 5 Trainer. Voll der Scam, oder? Die sagen ja, das sind die Top 4. Aber es sind 5. Mindblown, ich weiß. Und ich merke gerade, ich hätte keinen Relax und nicht Heiltrank geben sollen, weil da kennt er auch Erholung. Aber ist jetzt auch egal. Wer weiß gar nicht, warum ich Relax noch trainiere, aber ja, mache ich gerade. Und ein Kadabra. Okay. Aber das ist gebodyslammt und das ist da down. Ja, ich denke schon, wir werden die Liga in einem schaffen. Nicht, dass wir, also nicht in einem Video mal nicht so nicht, aber wir werden zwei brauchen, weil die Kämpfe sind halt schon ziemlich lange, weil die richtig starke Pokémon haben. Aber ich hoffe, wir schaffen es im ersten Versuch gegen die. Nicht, dass sie sagen, du bist schlecht, geh trainieren. Du hast nicht genug Level oder sowas. Aber gegen die Trainer hier, die schaffen wir es ja. Und wenn wir es gegen die schaffen, dann werden wir es hoffentlich auch später gegen die Top 4 schaffen. Denke ich mal, hoffentlich. Keine Ahnung. Voll erwischt. Aber keine Ahnung, wo bringt mich das jetzt hier hin? Ah, hier muss ich irgendwas hinschieben und hier ist noch ein Pokéball. Oh, ein Item. Aber ich kann nichts tragen. Muss ich kurz. Was ist das? Metronom. Weiß noch nicht. Solarstrahl weiß ich auch noch nicht. Feuersturm. Interessant. Geofissur. Na komm, das können wir doch weg. Müll. Das ist Abfall. Das ist Müll. Und hier kriegen wir noch eine TM. Ey, wieso kriegen wir so viele TMs? Ich will die nicht. Was ist das überhaupt? Mega. Ach, hier kriegt man Mega-Kick? Wait, kriegt man nicht direkt am Anfang des Spiels, nicht am Ende? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Macholo, kannst du mir erklären? Nein? Und dann lass mich. Dann geh weg. Und da hinten sollte ein Stein sein. Alter, 2 mm. Und dann kommt direkt das nächste Pokémon. Zubat. Zubat, du sollst gehen. So. Ist was? Mir reicht's jetzt wirklich. So, kein Pokémon mehr. Hä? Müssen wir nicht kämpfen? Egal, komm, kämpfen wir gegen den. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Ja, genau. Bam, 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 badababam, bam, bam. Dom Tür hat ein Snobili-Card mal wieder. Was haben die alle mit diesen Snobili-Cards, Alter? Sind die so geil? Sind sie so richtig fresh und cool? Oder was? Und das Level 44, Alter. Jetzt krieg ich Angst. Hör doch auf, mich zu kratzen. Ah! Find mal, oder? Ja.
Body Slam. Ach komm, geh doch endlich down, Alter. Geh doch down. Was zahlt er? Du klaust mich mein Geld. Nee. Lass mein Geld in Ruhe, Alter. Hey, das macht Zeit lang Schaden. Wait, what? Okay, jetzt bin ich mir egal. Ich bin 24-7 verwirrt. Komm. Entoron. Da haben wir gutes Pokémon gegen. Soweit ich weiß, ist Entoron Wasserpsycho. Eine gute Taktik, also ein gute, ja, guter Typ. Die kann man auch im Team nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich ja eh schon mein Turtok habe. Also, tschüss. Man kriegt Entoron durch Entoron-Fetz, falls jemand nicht erahnt hat. Von dem nehme ich den Namen. Ein Hyperheiler, dankeschön. Ich gehe weiter. Oh, hier gibt es nur ein Item. Naja, machen wir, nehmen wir das mal. Wenn wir das tragen könnten. Wisst ihr was? Ich schmeiß jetzt meinen Aufwecker weg. Auf irgendeinem Grund habe ich einen Aufwecker. Brauchen wir nicht. Und wir kriegen noch eine TM. Was ist es denn? Was ist es denn? Überroller. Keine Ahnung, was es macht. So, hi! Antikes Ratsch ist sehr schwer zu meistern. Naja. Oh, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber komm, wir kämpfen jetzt noch gegen den. Außer da viele Pokémon. Ja, ein Pokémon können wir noch besiegen. Ein paar. Hi. Sorry to interrupt. Fuck, der hat Level 48 und ich bin Level 45. Und hab ich schon mal geschlagen. Links, rechts klatsche. Au. So, erstmal schlafen. Delegator. Oh nee, geh mir weg mit deinem blöden Delegator. So, einmal Body Slam und ich hoffe nicht, dieser tot. So. Hi Pantimos, willst du kämpfen? Hier, ich hab dich einmal stärker, Alter. Beste Attacke im Spiel, Stärke. Ist aber nicht so stark, aber ich habe Volltreffer. Also es ist doch stark. Lol. Yay, gut gemacht. Gut gemacht. So, und dann würde ich sagen, wir werden uns in der nächsten Folge dann hier weiter umsehen. Wahrscheinlich diesen Ort hier endlich mal verlassen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Pokémon Blau. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.